Jetzt hat Revi richtig Blut geleckt, ja. Jetzt wird's offensiv. Ja, klar, die hat sich jetzt natürlich eben den Megapod geholt damit. Was war das? 800.000? Ja, jetzt ist es Chip Leader und dadurch bestimmt sie ja meist auch. Jahre, wie kann er dich jetzt Druck machen, ne? Ja. Gerade später, wenn die hohen Blinds kommen, dann kannst du dich schön in mich reinwerfen. Ich habe auch keine vernünftigen Hände mehr, das ist unglaublich. Komma 0,5. What? All in. So. Ja, zwei Paar, ne? Yes! Das Aus noch mal abgewendet. Benz wird der nächsten Hand erhöht. Ja, die Meldung kommt immer davor. 300, 600. Alter, wir schmeißen schon so viel. Ah, ne, das sind nicht die. Durch die Blinds. Ich wollte sagen, wir schmeißen schon, ohne zu sehen, 600 rein. Noch sind die Blinds, ja. Ja. Die
2 oder 7, dann wäre es noch ein schönes Trade geworden. Ich hatte mehr gedacht, dass du jetzt auch wieder auf Rush gehst. Nee. Waren ja 2 Flaschen möglich, bis auf die letzte Karte. Ja. Das war eigentlich, habe ich auf die Straight geschielt. Aber dies. Och, Remy, was ist mit dir los? Die hat Bock? Die. What the fuck? What? Kommt das Herz oder nicht? Training. Fuck! Yes! Wow! So, jetzt weh gleich. Das war auch bisher eine Glückssache, aber ich dachte, ich riskier's. Poker ist immer, hat viel mit Glück zu tun. Holla! Hast du schon jetzt weiter einen Pott, den die so abräumt? Ja, und mich wieder in den Keller drückt. Ja, sag ja. Müsst mal was tun, je stärker sie wird und ich ausscheide, desto schwieriger wird es für euch, ne? Ja, das hast du nicht ganz unrecht. Den Stapel irgendwie so langsam mal wieder runterzukriegen, das wird ein hartes Stück Arbeit, wenn überhaupt das möglich ist. Aber der Dealer lehnt ja Bestechungsgelder ab, das ist das Problem. Oh, ein Schwächen. Gleich Schicht im Schacht für mich. Brauchst du nicht mehr checken, also entweder all in oder nix. Drilling. Er atmet noch. Haar, aber ich konnte es probieren. Klar, es hätte klappen können. Dann wäre Bode weg gewesen, aber er atmet noch, er hält sich noch. Musik oder Stotti? Nee, ganz leise. Also Musik ganz leise auf jeden Fall, aber ist okay. Gut. I don't know. Keine Ahnung. Ja, Bodo von Spider geht's momentan echt duster aus. Also nicht so gut. Holger! Hält sich sehr unauffällig. Der Holger, der arbeitet so ein bisschen im Hintergrund. Der ist der Unauffällige. Hält sich komplett raus. Eine gute Hand hat die gewonnen, ja, Freund. Ja, momentan guckt eigentlich ja alles auf Revi und auf dich, Bodo. Und Holger macht so zum Hintergrund die Fäden. Ja, alles gut. Ist der Passive. Alles ist okay. Yeah.
Ja, klar, stimmt. Nach Raven bestimmt. Sie ist Chipleaderin. Die macht Druck. Die macht richtig Druck gerade. Call ich die Nummer. Ich muss ja irgendwas mal riskieren. Ich befürchte, dass es dann. Oh Gott. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch schaffen. Ja! Straight. Alter! Mit der Scheiß 5. Mit der Scheiß 5, ey. Gefreut, ja, das war ein bisschen zu früh. Die letzte Karte. Jolli. Sonst wäre es ein schönes Trade geworden. Ist das bitter? Ja, das ist schmerzhaft. Ja, für mich wollte ich jetzt auch auf zu stehen. Ne, ich sag ja noch, das sind genau die gefährlich, die sagen, ich kann das Spiel nicht, ich spiele so selten. Ah ja. Und die haben genau das Glück dann in dem Moment. Oh, damit wäre schon mal einer weg vom Tisch. Das tat gerade richtig weh. Schön mit der scheiß letzten Karte, ey. Der hat reingehauen, ja. Dabei bleiben sollen. Oh ja, ich hätte dabei bleiben sollen. Wie gemein. Hol mir ein Bier. Erfolg. Bring mir eins mit. Was? Boah, das ist extrem auf Flash. Jesus. Ich geh nicht. Ach. Ja, nee, ich geh nicht auf Flash, das ist das Problem, Mann. Das jetzt doch Flash ist 5 von derselben Farbe, ne? Genau. Ja. Hätte Triple auch gehabt, wäre ich hätte nicht gedacht. Hätte nichts gebracht, weil Holger das Ass hatte. Ja, aber weil Holgis Ass hatte, hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen Spannung reingebracht. Nee, das hätte gar nichts gebracht. Holger hätte trotzdem die Hand gewonnen. Er hat das Höchste. Ja, er hätte gewonnen, aber es hätte mehr Spannung reingebracht. Ja, okay. Ja, das in dem Sinne. Ja, okay. Wenn sie König oder so hatte vielleicht. Läuft aber auch gerade gar nicht.
draußen warm, die Beine lang runter vielleicht. Ja, bin ich bei dem. Bin mal gespannt beim Heads-Up. Baby gegen Holger dann wieder vielleicht. Na, schwierig. Mit 2-2. Ich müsste jedes All-In gewinnen. Ja, aber Bodo, gewinn jetzt mal ein, zwei All-Ins hintereinander weg. Dann stehst du am Ende wieder bei 8 noch was. Ja, dann brauch ich schon 3 All-Ins, um auf 8000 zu kommen. Nein, 2. 2, 2. 2 mal verdoppeln. Also wenn nur einer mitgeht, wenn beide mitgehen, bist du relativ schnell, bist du schnell auf 6-6 und dann... Kann sich halt in zwei Runden, kann das sich echt schnell drehen, wieder so ein Ding. Problem ist, wenn ich irgendwann meine Blinds nicht mehr zahlen kann. Zeig mal. Ernsthaft. Und es kommt auch noch genau die Karte. Unglaublich. Und es kommt auch noch der scheiß Bube. Blind erhöhen. Das kann sein, dass der auch nach unten geht. Je öfter der Dealer-Button rumgeht, weiß ich, ob es nach Minuten geht oder wie der Dealer-Button rumgeht. Ja, wäre es halt blöd, wenn er bei zwei Leuten, dann wird es ja relativ schnell immer hochgehen. Komm, so, jetzt. Alles oder nix. Feuer frei. Remy geht mit, die kann sich das doch erlauben. Wo du rettet jetzt über die 10. Ja. Das war's. Finale! Ja. Stark. Remy hat aber auch teilweise sehr stark gespielt. Die richtigen Handy gewonnen. Kann ich. Ja, ja, klar. Sagen. Eine Mischung aus viel Glück gehabt und natürlich stark gespielt. Das muss man aber auch von so mal sagen. Anfänger und so, aber das ist eine andere Geschichte. Ich kenne die Regeln, ich bin hier die ganze Zeit am R3 drücken und gucke mir die Dinge an. Ich glaub dir kein Wort. Die verarscht uns hinten und vorne, der Remy ist absolut Profi. Egal, aber egal, es war trotzdem lustig, hat doch Spaß gemacht.
Ach, wir können ja noch eine Runde spielen. Wir sind doch gerade mal eine Stunde knapp dran. Naja, je nachdem, wie lange das Finale noch geht, weil das kann ja okay. Ziehen, sowas. Und jetzt ab... Ja, weil aber wenn du passiv spielst oder so, dann zieht sich das. Ja, aber die, immer aber über die Blinds geht das schnell. Wie viel hat Holger jetzt noch? 6-3. Tausender sind ist Blinds jetzt. Aber da. 5, 6, 7 Runden, dann wird er durch die Blinds wenig noch nicht mehr allzu viel haben. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich all in? Das ist witzig, weil auch wenn du eher all in gehst und ich verliere 5-3, tut mir nicht weh. Kannst du es haben? Das ist mir zu doofe Karten. Ich habe 7-9. Ja gut, ich gehe mal mit, lassen wir das Glück entscheiden, wer gewinnt. Und 6. Nicht. Nix. Schönen Folger. Meine Karten an, ja. Muss mir ein Bild machen von der Ausgangslage, was ich in etwa erzielen könnte, was auch immer dann gelegt wird. Ich wollte gerade sagen, ich jetzt auf eine Messe rennen. Macht toll. Lass uns wieder das Glück entscheiden. Pass auf, wenn der Zeuger jetzt gewinnt die Nummer, dann hat sich das ja, komplett gedreht. Fall, ja, wenn, ja. Naja, klar. 10 hat er schon mal getroffen. Fünferpaar, ja. Und dann ist Holger. Ja. Du hast das höhere Paar, schade. Und schon sieht die Nummer anders aus. Ja gut, all in kann es jetzt nicht gehen, weil ich glaube... Nee, kannst du nicht, weil Remy weniger hat. Das wird angepasst, ja. Ja. So klar kann er aber hingehen. Er zwingt sie halt zum All-In. Ja, es wird ja trotzdem, die 15 wird er ja behalten. Wenn sie mitgeht, wohlgemerkt. Ja, bitteschön, Holgi kennt mich, 7. Egal. Neun, das ist zum Holger. Ja, jetzt ist es Holger im Moment. Das ist Holger, weil er die höhere hat. Oh, ich glaube, das ist Rebby. Vorbei, nee. Doch, doch, Rebby. Jetzt. Ja. Er schlägt jedes Mal in ein Extrem ins andere. Alter. Bam. Muss ich jetzt denken, was Hogi macht? Allein, oder? Okay, ich geh mit. Lass mir ein Glück entscheiden hier, komm. Oha. Oh, weil ich hab's. Ja, ich wollte gerade sagen, Holger. Ja, 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 gut, okay. Bei Herz jetzt noch oder hat's Holger? Ne, gut. Nee, kein Sinn. Oder warte mal, straight. König. Ich glaube, du warst all in, oder?
Ja. Dann hat Revi das Turnier gewonnen. Ja, gut gemacht, ja. Ein Turnier gewonnen, abgeschlossen. Kann man mal so. Oh. Eben. Leute, wollen wir nochmal? Auf jeden Fall. Können wir wieder Pause machen? Rauchpause? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ja, genau. Frag mal Anni und. Ja. Oder Diana oder was. Irgendwas. Oder ich guck auch nochmal, wer da jetzt online. Vielleicht auch mal eine Gruppe fragen, ob immer noch Anni und ich gehe eine rauchen. Ne? Bin dann gleich zurück. Ich schreibe jetzt nochmal Discord rein. Zweite Runde. Wer noch? Wer noch? Mal kurz im Internet. Ich habe ja auch wieder grüne Brille freigeschaltet.